Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zur DEL Fantasy League mit den Hamburger Freezers. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage auswärts gegen Iserlohn versuchen wir heute gegen Straubing wieder Punkte gut zu machen. Mal schauen, ob mir das gelingen wird. Ich bin aber guter Dinge. Vielleicht, dass sich die Strategie ein bisschen ändert. Aber Iserlohn war jetzt letzte Mal einfach verdammt gut drauf. Unsere Nummer 35 ist diesmal im Tor. So, Healy gewinnt das Buddeli auf Eriksen. Eriksen zu Holzer. Besser als ein Gokaschuss. Verliert das Bulli. Eriksen. Holzer. Brown. Aber hier, Trevor Horden wieder. Der Trevor Horden wieder. Wiese. Eriksen. Holzer. So, Eriksen, Nimos, Nimos. Trevor. Und somit das 1:0 hier auswärts für Hamburg. Unseren Trevor Lewis. Bulli verloren. Thank you.
Das habe ich mir fast gedacht, dass Straubing mir ausgleicht von Ende. Nein, dann mal Strategie Tor verteidigen. Unser Bulli macht einfach nichts. Tigers goal, scored by number 16, Chase Polisi, assisted by number 21, Kyle Muria. Time of the goal, 5 minutes, 50 seconds. So, da schafft der HP den Ausgleich. Nicht. Ich habe die ganze Zeit beim Überlegen, wie wir den Ausgleich schaffen. Das war jetzt ein schönes Tor gewesen, aber es war leider nach dem Pfiff, nach der Torsiegrine, so würde ich sagen. So, letztes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Dieses Jahr habe ich die Mannschaft nicht so gut
im Griff wie im letzten Jahr. So, David, komm schon. Der Gulli ist gut drauf. Schafft Wolf, schafft es auch nicht, weil es einfach an die an dem Torpfosten scheitert. Straubing macht gut zu. Das gibt's ja nicht. Schaffzeiten. Jetzt muss nur ein Last-Minute-Tor her. Die Partie verlieren wir auch wieder mit 1:3. Aus den scheiß Goalie drinnen. Wie dumm muss man als Co-Coach sein, dass man den Goalie mit einem 2-Tore-Rückstand aussetzt? War es da schon für Straubing?
Alle drei Stars für Straubing. Na, passt. Nochmal zu hier mit zwei Niederlagen in Folge. Dann simulieren wir uns mal nach Düsseldorf-Hürche. Dann schauen wir mal, wie es uns, wo wir auf der Tabelle stehen. Erster ist Mannheim, zweiter Berlin, dritter München, vierter Düsseldorf, dann kommt Augsburg, Nürnberg, Schwenningen. Da sind wir am Platz dahinter. Dann kommen wir auf der 8. Dann Krefeld, Straubing auf der 10. Die Roosters, Ingolstadt, die Grizzlies und Köln am letzten Platz. Zumindest sind wir nicht am letzten Platz, meine lieben Sportsfreunde. Aber das war's von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, es hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Hamburger Freezers aus der Fantasy League der DEL weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergiss noch meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache feind. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.